Heute habe ich mein absolutes Lieblingsthema für euch, nämlich 10 goldene Regeln für die perfekte Excel-Datei. Excel ist ja ein wunderbares Programm an sich und bietet unfassbar viele Möglichkeiten, um Arbeitsergebnisse wirklich toll aufzubereiten. Leider wird meistens das Design ein bisschen hinten angestellt und das ist sehr schade, weil erstmal ja die Optik den ersten Eindruck hinterlässt. Und dafür ist jetzt dieses Video da, um euch zu zeigen, wie es denn wirklich perfekt geht. Der erste Punkt ist, dass wir die Gitternetzlinien deaktivieren können. Wenn wir jetzt hier mal schauen, dann sehen wir diese Linien und die machen nicht so richtig Sinn. Also klicke ich einmal auf Ansicht und hier oben gibt es das Häkchen Gitternetzlinien. Das nehme ich einfach raus und schon sieht die Datei ein bisschen aufgeräumter aus. Dann ist mein zweiter Punkt der goldenen Regeln, aussagekräftige Überschriften. Wenn da einfach nichts steht, ist es nicht so gut. Wenn da aber eine Überschrift steht, die den kompletten Inhalt der Tabelle zusammenfasst, dann ist das schon mal sehr prima. Ich trage hier mal ein Umsatz, Entwicklung nach Produkten für die Jahre von 2016 bis 2019. Dann drücke ich mal Enter. Hier würde ich empfehlen, dass man die Schriftgröße ein bisschen größer wählt als die normale und dass man die Schrift entsprechend fett macht. Der nächste Punkt der 10 goldenen Regeln ist Regel Nummer 3, ein Stand von Datum. Ich habe jetzt eben mal kurz die ganzen Daten hier reingehext und ergänze nun im nächsten Schritt das Stand vom Datum. Schreibe ich mal rein. 17.01.2019 und drücke Enter. Hier würde ich empfehlen, die Schrift ein bisschen kleiner zu wählen vom Schriftgrad, dass man vielleicht so auf 8 geht. Wofür ist das Stand vom Datum wichtig? Wenn die Datei ausgedruckt wird, kann man dann sofort erkennen, worum geht es denn, von wann ist die Version. Der nächste Punkt ist das Fixieren der Überschriftenzeile. Wenn ich mich jetzt hier mal so bewege, dann sieht man, dass man nichts sieht. Also es ist wunderbar, alle Werte sind da, schön, aber die Überschrift verschwindet. Das soll nicht sein. Wie mache ich das? Ich klicke einfach in die Zeile unter der Überschrift, vorne auf die 10 in meinem Beispiel, gehe dann auf Ansicht, Fenster fixieren und da steht das schon sehr gut erklärt. Fenster fixieren, einen Teil des Blattes fixieren, damit er auch dann angezeigt wird, wenn Sie durch das restliche Blatt scrollen. Hört sich gut an. Und wie funktioniert es? Immer links von der aktiven Zelle und darüber. Dieser Bereich wird fixiert. Bei mir reicht es, wenn alles darüber fixiert wird, weil ich möchte nur die Überschrift fixieren, keine Spalten. Und dann klicke ich einfach einmal auf Fenster fixieren. Jetzt sieht man erstmal nichts. Wenn ich jetzt woanders hinklicke, dann sieht man, dass hier so eine feine Linie gekommen ist. Und wenn ich mich jetzt bewege, also scrolle, dann bleibt der obere Bereich komplett stehen. Und als nächstes möchte ich einen Filter ergänzen. Ein Filter ist grundsätzlich immer eine gute Sache, weil man doch gerne mal eben was nachschauen möchte zu den Daten. Und einen Filter kann man ganz leicht setzen. Einfach hier oben in die Überschrift irgendwo reinklicken, dann einmal auf Daten klicken und hier gibt es in der Mitte den Punkt Sortieren und Filtern und da gibt es den Punkt Filtern. So, da klicke ich einmal drauf. Dann kommen diese kleinen Pfeilchen nach unten und wenn ich da draufklicke, habe ich verschiedene Möglichkeiten und kann hier bei Suche zum Beispiel Lorem eingeben. Das ist einfach nur ein Platzhalter und kriege sofort die Produkte Lorem alle entsprechend angezeigt. Also das ist schon mal sehr, sehr gut, um die Daten auch prima auswerten zu können. Ich lösche den Filter wieder. Der nächste Punkt sind die dezenten Farben. Ich möchte hier die Überschriften gerne farbig hinterlegen, damit das einfach sich ein bisschen besser abhebt. Dazu markiere ich einfach den Bereich, klicke dann auf die Füllfarbe, wähle dann in meinem Fall hier dieses Blau aus. Ihr könnt natürlich jede Farbe nehmen, die ihr möchtet. Bei dem Blau verschwindet das Schwarz, so sieht man sehr, sehr schlecht. Deswegen wähle ich bei der Schriftfarbe einfach Weiß und schon sieht das gar nicht so schlecht aus. Mein nächster Punkt ist die Summe über den Überschriften. Man kann eine Summe natürlich auch immer unten machen. Theoretisch ist das viel, viel besser, weil man das dann auch besser da vermuten würde.
Es ist aber hier einfacher, wenn man die einmal in den Start setzt, weil dann hat man immer den richtigen Bereich und vergisst nie, irgendwelche Werte unten in den Summenbereich mit einzubeziehen. Ich starte mal, ist gleich Summe. Dann markiere ich das mit Steuerung Shift und Pfeil nach unten und dann nochmal Steuerung Shift Pfeil nach unten bis zum Ende von Excel 1.048.576. Jetzt sind wir gerüstet für alle Eventualitäten. Das heißt, jetzt kann man ganz viele Daten eintragen darunter und die werden immer in der Summe mit berücksichtigt. Ich ziehe die Formel hier rüber mit dem schwarzen Kreuz und lasse dann los. Und in die Zelle vorher schreibe ich Summe. Doppelpunkt. Die Schrift ist jetzt hier schon in Fett entsprechend vorbelegt gewesen. Das ist jetzt nicht der Normalfall und dann passt ihr die einfach an auf Fett. Nachdem wir jetzt die Summe entsprechend hier integriert haben, schauen wir uns jetzt mal an, wie ist denn der Druckbereich. Dazu drücke ich einmal die Steuerung-Taste und dann die P für Print. Dann sehe ich, Seite 1 sieht so aus, Seite 2 ist schon komplett nicht mehr lesbar, weil einfach die Überschriften fehlen. Dann gibt es noch eine Seite 3, die ist besonders schräg. Und Seite 4 hilft einem gar nicht weiter. Mit Escape verlasse ich wieder diese Ansicht und muss jetzt hier irgendwas tun. Ich markiere mal eben hier die Überschrift. Dann drücke ich Steuerung Shift, Pfeil nach unten. Nochmal, bis ich hier den ganzen Bereich markiert habe. Dann gehe ich auf Seitenlayout, auf Druckbereich und wähle Druckbereich festlegen. Was jetzt direkt passiert ist, ist, dass hier eine Linie außenrum kommt, also eine richtig sichtbare Linie. Und dann gibt es noch eine gestrichelte Linie und die findet sich hier. Und die gestrichelte Linie zeigt uns an, wo entsprechend ein Umbruch wäre. Wenn ich jetzt nochmal STRG P drücke, sehe ich wieder die Vorschau, ist alles noch wie immer. Auf der zweiten Seite auch und auf der dritten auch. Also hat sich ein bisschen was getan, weil die Überschrift zum Beispiel nicht mehr berücksichtigt ist und auch hier unsere goldenen Regeln nicht mehr. Dann klicke ich einmal auf Seitenlayout. Da habe ich die Möglichkeit, über die Skalierung die Ansicht ein bisschen zu verbessern für den Druck. Ich gehe einfach mal hin und reduziere das. Und bei 85 verschwindet die gestrichelte Linie. Das bedeutet, wenn wir das jetzt nochmal machen mit STRG P, bin ich schon mal nur noch eine Seite breit. Die zweite Seite ist immer noch nicht gut, aber immerhin ist es schon ein bisschen besser. Für die Überschriften, da würde ich mir eine Wiederholung wünschen und dann klicke ich nochmal auf Seitenlayout. Hier gibt es den Punkt Drucktitel bei Seite einrichten. Da klicke ich einmal drauf und habe hier die Möglichkeit, Wiederholungszeilen auszusuchen, und zwar oben. Da klicke ich einmal auf die 5, halte die Maus gedrückt, die linke, und ziehe das runter, bis ich auch die Zeile 9 noch markiert habe. Da steht dann 5, Doppelpunkt 9. Ich sage OK und wir schauen uns mal direkt an mit STRG P. Was heißt das denn jetzt praktisch? Wunderbar, erste Seite unverändert und bei Seite 2 sind nun auch die Überschriften mit enthalten. Jetzt ist das ein wunderbares Druckbild. Jetzt kommt der Rahmen. Jetzt sah das ja noch so ein bisschen leer aus. Und ich markiere mit STRG SHIFT Pfeil nach rechts und STRG SHIFT Pfeil nach unten den kompletten Bereich. Wähle dann einmal einen Rechtsklick und sage Zellen formatieren. Gehe dann hier auf den Punkt Rahmen und wähle bei der Farbe den dritten Grauton von unten. Das würde ich immer empfehlen. Ein Schwarz ist relativ mächtig und das Grau sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Praktisch wie eine Gitternetzlinie. Dann klicke ich einmal auf die Linie hier unten links. Das ist eine relativ dünne. Und klicke dann einmal auf Außen und Innen. Hier sieht man die Vorschau von dem Rahmen. Und mit OK bestätige ich. Und wunderbar, jetzt sieht das schon ein bisschen freundlicher aus. Jetzt sieht unsere Tabelle schon richtig gut aus, auch im Druckbild, kann sich sehen lassen. Und der letzte Punkt, den es jetzt noch gibt, ist, dass wir die noch speichern. Wenn ich jetzt F12 drücke, unter Speichern unter, habe ich meinen Namen hier, ganz normal. Und hier
kann ich eine Version vergeben. Das würde ich euch empfehlen. Mache ich V02 und dann mein Kürzel SH. Und dann habe ich immer jede Version noch verfügbar. Ich habe hier nochmal für euch eine Tabelle zusammengestellt, die jetzt nicht schön formatiert ist. Mal um zu sehen, wie kann es denn auch aussehen. Also hier haben wir die Überschrift. Ganz einfach hier oben stehen. Wir haben keine Überschrift darüber, kein Standdatum, keinen Filter. Wir haben nichts fixiert. Die Gitternetzlinien sind zu sehen. Der Druckbereich ist eine Katastrophe. Insgesamt ist so eine Datei nicht schön. Weder wenn man sie bekommt und weiter bearbeiten muss, noch wenn man irgendwie die ausdrucken möchte. Also keine gute Idee. Ein professioneller, visueller und übersichtlicher Aufbau freut nicht nur deinen Chef, sondern gibt dir zusätzliche Wirksamkeit und kann dein Markenzeichen werden. Speichere gerne zusätzliche Versionen V02, V03 und so weiter von deiner Datei, zum Beispiel 19, 01, 17, das steht fürs Jahr, für den Monat und den Tag, Übungsdatei Excel, goldene Regeln, V02SH.xlsx. So hast du auch frühere Ergebnisse verfügbar und bist im Falle eines Funktionsverlustes deiner Datei gewappnet. Alte Versionen speicherst du in einem Archivordner und SH steht dabei für dein individuelles Kürzel. Hier zum Beispiel für meins, Sebastian Holzborn. So erhöht sich die Wahrnehmung deiner professionellen Excel-Dateien zusätzlich. Die 10 goldenen Regeln habe ich euch in der PDF-Datei gepackt und die könnt ihr euch gerne runterladen. Mehr Infos gibt's in den Kommentaren.